Der BSC-IB dreht die Partie gegen FC Sion und macht aus einem 0-2 ein 3-2. Hier bei mir ist der Christian Fasnacht. Christian Fasnacht, ist das wirklich nötig, das so spannend zu machen? Ja, ich glaube für die Nerven nicht, aber schlussendlich tun sie sich fast noch ein bisschen besser, als wenn wir sie 4-5-0 gewinnen. Es ist Organspende-Aktionswoche, aber das Herz der Zuschauer hat er definitiv nicht geschont. Nein, die haben wir wirklich strapaziert. Es ist sicher nicht wunschgemäß gelaufen, der Match. Aber schlussendlich, wie schon gesagt, tun so Siege auch extrem gut. Vor allem auch für die Moral. Jetzt, wo wir 4 Spiele hintereinander gewonnen haben, ja, kann man mit so einem Sieg natürlich wirklich extrem viel Positives wieder mitnehmen. Wir haben das Gefühl gehabt, dass vor allem in der zweiten Halbzeit nur noch der BSC IB gespielt hat gegen einen Sion, der sich versucht hat zu gewähren. Wie hast du es gesehen? Ja, schon die erste Hälfte. Ich meine, die 2 Goal, die wir bekommen, sind wirklich sehr unglücklich. Vor allem das zweite. Wir haben schon die erste Hälfte extrem viele Abschlüsse gehabt oder zumindest Abschlussversuche, wo dann vielleicht der letzte Pass nicht ankommt und. Aber die zweite Hälfte haben wir dann nochmal einen Tacken zulegen und wirklich irgendwie Einbahnfußball gespielt. Aber hat dann einen Moment gebraucht, bis dann wirklich die Pille das erste Mal reingekommen ist. Aber wir haben nie aufgegeben, wir wissen um unsere Qualitäten, haben weiter daran geglaubt und dann schlussendlich auch wirklich mehr als verdient gewonnen. Am Schluss haben wir das Gefühl gehabt, es stehen irgendwie 5, 6, 7 Stürmer auf dem Platz und alle Mittelfeldspieler sind unoffensiv. Hast du schon mal so eine offensive Aufstellung von IB erlebt? Nein, ich wüsste jetzt gerade so nicht, aber ich denke, es war auch wirklich das richtige Zeichen vom Trainer. Jetzt alles oder nichts. Es ist wirklich perfekt aufgegangen. Wie schon gesagt, wenn man so Spieler auf der Bank hat, wenn die reinkommen, dann gibt es einfach auch einen Ruck durch die Mannschaft und so viel Offensivqualität rum. Ja, dann macht es doch auch noch Spass, so können spielen. Apropos Trainer, der Jerry Seoane hat mich nach dem Spiel in die Kabine beordert. Warum? Was war das Thema? Ja, er hat uns zuerst mal gratulieren zu der Leistung, vor allem auch eben mentale Leistung, dass wir nie aufgegeben haben. Und dann hat er uns noch ein kleines Geschenk mit auf den Weg gegeben, dass wir morgen frei haben. Was machst du morgen? Ja, bei mir die heißt Kilby. Jetzt gehe ich mal heim zu der Familie und dann laufe ich mal durch Kilby durch. Was nimmt man zu so einem Spiel, so einem Herzschlag-Final quasi, was nimmt man zu so einem Spiel mit, quasi als Vorbereitung für einen Göpp gegen Nyon? Ja, jetzt sicher offensiv wieder, wie viele Chancen man kann kreieren können. Logisch, wir müssen an der Effizienz wieder ein bisschen dran rumfielen, genauso wie defensiv, wo wir wieder schauen müssen, dass man dort mehr zu Null spielt. Aber eben, das spiegelt sich extrem viel Moral, wenn man 2-0 hin ist und das kann drehen. Ja, dann kann es einem Göpp sein, wenn man vielleicht Dinge mit einem Lucky Punch die anderen 1 in Führung gehen, dass man dort nicht Dinge anfängt zu hadern, sondern normal weiterspielt. Das Spiel gibt Mut, eben auch, vor allem wenn man jetzt 4 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, ist das wirklich balsam für Zell, so ein Sieg. Wir danken für die 3 Punkte, wir danken für das Interview und schöne Kilby. Danke vielmals. Macht's gut.